Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir machen wieder meinen Einkauf vom, ja, Aldi Edition, weil ich habe heute Geburtstag, also am 13.06., ne? Bin jetzt 25 geworden und ich mache morgen bei mir eine Hausparty und ja, zeige euch mal, was ich so dafür eingekauft habe, ne? Einmal haben wir hier Grillfackeln, ja, von Barbecue zum Grillen, keine Ahnung, von Aldi halt, ne, wenn man Aldi eingekauft. Berner Würstel, ne, darf nicht fehlen, ist das leckerste, finde ich, meiner Meinung nach. Dann noch Weltmeisterbrot. Nochmal Berner Würstel. Nochmal Grillfackeln. Ich schwöre, Grillfackeln und Berner Würstel, leckerste, was es gibt beim Grillen. Dann haben wir nochmal von Fesky Next Level Energy geholt, um meinen Energy-Konsum ein bisschen zu reduzieren und ein bisschen gesünder beim Zocken zu sitzen und zu trinken und sowas, ja. Chips habe ich noch gekauft, also ich selber esse sie nicht, aber ein paar Gäste essen halt ein paar Chips und deswegen für die Gäste. Nochmal Chips, ja. Dann habe ich hier River Zitrone, also Sprite, ne, aber die Billigvariante. Davon habe ich auch nochmal einen Sixer Cola, einen Sixer habe ich noch Wasser. Davon habe ich halt einen Sixer und einen Sixer Fanta. Dann habe ich hier noch Fesky Next Level Energy, das ist Voltic Cake. Schmeckt ganz gut, soweit ich weiß. Und dann habe ich hier noch Brutzelkracher, ja, Geflügelbratwurst. Auch zum Grillen. Und dann habe ich hier noch Wellissa, Birne, Melisse und Malve. Ist auch sehr lecker. Kann man sich auch gönnen. Ja. G steht für gönnen. ich packe meine ganzen Sachen wieder hier auf den Tisch. Vom Tisch in den Korb rein, damit ich Platz habe für den nächsten Korb. Momentchen. Ist gleich fertig. So. Dann kommen wir zum nächsten Korb. Ja, so. Hier haben wir nämlich einmal Salzstangen. Ja, also nichts Besonderes. Salzstangen halt. Ja, drei Pakete. Also zwei Doppelpakete. Dann habe ich sehr gesund, ist es auf jeden Fall. Hier Skyria oder keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, auf jeden Fall mega lecker. Ja, das ist so ein Joghurt mit viel Eiweiß und wenig Fett. Davon habe ich. Ach ja, hier habe ich auch nochmal Berner Würstel. Nochmal Berner Würstel, habe ich davon vier Packungen insgesamt. Dann apropos Fesky, aber ich konnte es mir nicht lumpen lassen, mir nochmal Energy zu holen für die Party. Ja. 50 Cent, ja, die kosten, schmeckt genauso wie Monster Energy, kostet aber noch 50 Cent, die sind einfach mega geil. Dann noch Erdnüsse. Noch mehr Erdnüsse. Ne? Pistazien habe ich noch geholt. Senf habe ich auch noch geholt. Wenn ihr wundert, warum ich da und dahin spreche, weil da liegt das Mikrofon. Ich habe leider nicht lang genug das Kabel, um das hier ran zu machen, deswegen liegt das da. Ich hoffe, die Qualität ist in Ordnung. Dann habe ich aber Handseife, ja, für die Gäste, wegen Waschbecken und so. Currygewürz-Ketchup. Ich hoffe, man sieht das alles. Ne? Also, ja, ich hoffe, die Qualität ist gut für mein Video. So, Mozzarella habe ich noch gekauft. Und nochmal Energy ist hier drin. So, haben wir die auch schon fertig hier. So, dann kommen wir zur zweiten Tüte. Hier habe ich einmal Chips, einmal All-in-One-Tab für den Geschirrspüler, dann sind hier noch so Kekse, ne, zum Naschen halt bei der Party, sind noch Kosmetiktücher für die Frauen, dann eine Haribo-Box habe ich auch noch hier, das sind 1,3 Kilo, ja. Dann nochmal ein Energy.
Steaksoße. Noch ein Skyria, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Noch ein Energy. Und noch ein Energy. Und noch ein Energy. Das sind 6 Energies. Dann habe ich hier nochmal so ein Skyria, keine Ahnung. Und Mozzarella. Ne? Und dieser ganze Einkauf, alles, was ich gerade so gezeigt habe, hat mich insgesamt nur 53 Euro gekostet. Ja, nur 53 Euro, das war nix. Ja. Also, ich war letzte Woche bei Edeka einkaufen und da habe ich 60 Euro bezahlt für nicht mal ein Viertel davon. Ja. Also, da merkt man, wie der Preisunterschied einfach krass ist. Ja. Also, ja, deswegen, Leute, wenn ihr Geld sparen wollt, geht zu Edeka einkaufen, ja. Und auf jeden Fall danke, Leute, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Ja, heute Abend gibt es noch einen Stream auf Twitch mit Giveaways und so weiter. Schaut gerne rein, lasst ein Follow da. Ja. Blackwolf HB auf Twitch. Und kommt auch auf meinen Discord-Server. Link in der Beschreibung. Ne? Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und die Qualität war in Ordnung. Und bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.